Also eine ganz gute Technik, um herauszufinden, ob man genug Kohlenhydrate geladen hat oder genug Zucker geladen hat, ist, wenn man sich überlegt, man trinkt halt so gerade seinen Saft oder isst sein Obst und dann überlegt man sich, wenn mir jetzt jemand noch irgendwie süße Kekse vorlegen würde oder Schokolade oder irgendeine andere Süßigkeit oder eine Pizza, hätte ich dann noch Lust, das zu essen? Hätte ich noch Bock drauf, das wirklich zu essen? Wenn ja, dann ist der Körper noch nicht satt, weil das ist nämlich genau das Zeichen des Körpers, dass er halt Gelüste entwickelt, wenn er halt nicht satt ist. Und ja, das ist ein Zeichen, ich sollte jetzt vielleicht dann noch mehr Saft trinken. Also meistens ist das eine Mahlzeit bei den meisten Leuten von um die 1000 Kalorien, würde ich sagen, in einer Mahlzeit und vielleicht halt ein bisschen weniger, 700 bis 1000. Und dann muss halt noch ein zweiter Liter Saft her oder ein zweites Kilo Früchte. Und ja, wenn man dann irgendwann merkt, und währenddessen schmeckt einem das dann auch noch. Ist immer noch schön süß, ist immer noch geschmackvoll. Und so kann man halt ganz gut vermeiden, dass man irgendwann in Gelüste verfällt, indem man halt genug Zucker lädt. Und das können auch pasteurisierte Säfte zur Not sein. Ist auch einfach zu kriegen, ist günstig, meist so günstiger als das frische Obst. Zum Beispiel von DM der Apfelsaft für 1,15 € der Liter. Dann nimmt man sich einfach zwei Stück oder auch Traubensaft, wenn man da Lust drauf hat. Man hat dann eine Mahlzeit für 2,30 €. Ja, und wenn man dann irgendwie den zweiten Saft weg hat oder 1,5 Liter oder sowas, und überlegt man sich halt nochmal, hätte ich jetzt noch Lust auf Süßigkeiten oder Gebäck oder Brot oder irgendwas. Und da sollte es halt dann zu dem Punkt sein, ne, brauche ich nicht mehr. Hab keine Lust drauf, würde ich jetzt nicht essen wollen. Und das passiert nämlich wirklich, das tritt nämlich wirklich ein, dass wenn man halt genug Kohlenhydrate geladen hat, dass dann die Lust auf alles weitere vergeht. So ist das immer, so kann man das eigentlich immer beobachten und das ist halt richtig genial, weil du dann halt nicht diesen ganzen Mist halt isst und so kannst du halt gesund werden, weil du von den Kohlenhydraten halt auch nicht wirklich dick werden kannst, wenn der Körper halt nicht etliche Krankheiten hat, wie zum Beispiel Candida. Der wird dann halt auch den ganzen Zucker fressen und den Körper weiter vergiften und so weiter. Das sind wieder Fasten notwendig. Aber wenn der Körper schon mal ein Fasten durchlebt hat und sich gereinigt hat, zumindest ein bisschen, das muss gar nicht sehr viel sein, mal eine Woche Saftfasten machen, obwohl auch da noch Zucker drin ist, aber trotzdem geht das meiste dann weg. Und danach kann man dann halt so viel vegan, kohlenhydratreich, fettarm essen, wie man möchte. Und das ist halt auch sinnvoll, und das ist halt dann genial, dass man kann natürlich auch einmal die Woche einen Tag lang mal nur Säfte trinken halt zum Beispiel oder halt vorwiegend Säfte trinken. Solange der Zucker halt reinkommt, ist das auch gut. Wenn man damit gut klarkommt, also viele Leute kommen auch, oder manche Leute kommen mit Säften halt nicht so gut klar, je gereinigter man ist, desto besser kommt man mit klar. Jedenfalls, ja, ist man halt wirklich zufrieden und satt, wenn man halt genug Zucker hat und ist dann für mindestens 4 Stunden komplett zufrieden. Also zwischen 4 und 8 Stunden ist man dann eigentlich komplett zufrieden. Und ja, in der zweiten Mahlzeit, dann merkt man halt auch irgendwann, ja, ich habe jetzt wieder total Lust auf irgendwie auf irgendwas zu essen und dann guckt man halt, kommt jetzt nochmal Zucker in Frage oder passt mir das gerade überhaupt nicht? Waren die 2 Liter, wie viel Zucker ist das denn überhaupt? Waren mir schon genug für den heutigen Tag? Brauche ich halt irgendwie eine gewisse Erdung, um meine Nerven auch zu beruhigen und um nicht am Abend nicht noch weiter zu fliegen, um auch irgendwie runterkommen zu können? Und überlegt man sich ja, ich könnte jetzt trotzdem noch mal einen Saft trinken oder Obst essen und danach halt einen schönen Salat machen, vielleicht auch mit 1 bis 3 Avocados, um dann halt runterzukommen. Das wäre dann halt so das Gesündeste, sage ich mal. Dann überlegt man sich halt, wird mir das reichen, beziehungsweise probiert es auch erstmal aus, man muss das ja für sich auch praktisch erfahren. Dann probiert man es erstmal so aus, ob einem das reicht. Wenn man das zufriedenstellt, ist ja super. Und wenn nicht, dann kann man sich halt immer noch überlegen, kann ich mir jetzt, mache ich mir jetzt einfach mal ein paar Backkartoffeln mit Gemüse und
auch vielleicht ein Fleischersatzprodukt oder so. Oder esse ich halt mal eine halbe Tafel Schokolade irgendwie noch. Oder esse ich Nüsse oder irgendwas halt, was einem gerade einfällt oder Spaß macht. Zumindest die erste Mahlzeit, da sollte man halt versuchen, meistens jedenfalls den Zucker zu nahmen. Ja. Und was halt sehr effizient ist, ist wie gesagt der kein Frühstücksplan, Schrägstrich Intermittent Fasting, dass man halt in einem Zeitfenster von 8 Stunden seine Mahlzeiten zu sich nimmt. Also 16 Stunden am Tag fast, das heißt einfach, dass das Frühstück ausfällt. Und ja, meistens hat man dann noch nicht, hat man morgens noch nicht so einen krassen Hunger eigentlich. Und da finde ich es auch noch nicht wichtig, also ich finde es nicht wichtig, alle 4 Stunden irgendwie Kohlenhydrate nachzuwerfen. Das finde ich persönlich nicht wichtig, aber wenn man das halt möchte, kann man da halt morgens auch sein Obst essen oder seinen Saft trinken. Man kann natürlich auf jeden Fall 3 Mahlzeiten machen, wenn einen zwei halt nicht reichen. Nur würde ich dann halt wirklich mit Obst oder Obstsaft beginnen. Ja. Und man kann halt wirklich so viel essen, wie man möchte. Ich wollte jetzt zwei verschiedene Sachen auf einmal sagen, weil so viel im Kopf immer vor sich geht. Also der Zucker, der stimuliert natürlich auch nochmal richtig krass und das motiviert einen total, ja, Dinge zu tun, Dinge zu erledigen, auch Sport zu machen, für alles eigentlich. Das ist auch noch halt ein weiterer Vorteil, wenn man, besonders wenn man genug Zucker geladen hat, das macht einem einfach total glücklich. Wie sagt ihr, je gereinigter man ist, desto weniger Bedürfnis hat man danach und desto früher setzt das Gefühl ein, sich halt wohlzufühlen und so weiter. Aber die meisten sind dann noch lange nicht und werden da wahrscheinlich auch nicht so schnell hinkommen, weil halt auch noch eine gewisse emotionale Bindung zu gekochter Nahrung und so weiter besteht und das halt nicht so schnell einfach weggezaubert werden kann. Das kann Jahre dauern. Ja. Bei mir ist das auch immer noch so, obwohl ich das gerne anders hätte. Ist bei mir auch auf jeden Fall so, also beziehungsweise ich will es mittlerweile gar nicht anders haben, sondern ich akzeptiere es einfach und nehme es halt an, wie es ist. Ja. Genau, man kann, wie gesagt, dann auch, wenn man die zweite Mahlzeit dann halt komplexe Kohlenhydrate isst, auch wieder komplett satt essen. Solange es halt nicht sehr viel Fett ist, ist das in Ordnung auch, da wieder 1000 oder 1500 Kalorien zu essen. Das heißt, ihr könnt auch 2 bis 3 mittelgroße Pizzen, vegane Pizzen essen. Das ist wirklich kein Problem. Falls ihr keine argen körperlichen Probleme habt, solange der Darm nicht total kaputt ist, sollte das gehen. Und bei den meisten Leuten ist der Darm aber total kaputt. Und das sind halt die Leute, für die es auch nicht funktioniert. Es sind auch die Leute, die mit der Schilddrüse Probleme haben oder auch die Immunerkrankung halt haben. Und das kommt alles von einem Leaky Gut-Syndrom, also meistens. Oder von Candida oder halt anderen Darmproblemen. Die Krankheit, die sitzt wirklich am meisten im Darm und da ist halt ein Fasten essentiell, damit das funktioniert. Das kann jedem helfen. Und danach kann man dann halt wieder bis zu 3.500 Kalorien, sage ich mal, oder für Frauen bis 3.000 Kalorien kann man da halt essen, wie man will, wenn es vegan und fettarm bleibt. Und man kann halt ab und zu auch seine Fette einbauen. Das ist kein Problem. Ja, dann halte ich dieses Video mal unter 10 Minuten und bis demnächst. Ciao.